Swiss Helikopter Pfaffenhoe hat eingeladen zum Tag der offenen Tür und rund 10'000 sind gekommen. Beste Bedingungen am Samstag für Rundflüge, für spektakuläre Vorführungen der Luchs, der Sondergruppe der Luzerner Polizei und beste Bedingungen für die Crew vom Super Puma mit ihren atemberaubenden Kunstflügen. Besucher haben es genossen und haben sich begeistert vom Zeigten in der Luft und am Boden. Achtung, es geht los, sehen Sie jetzt auf Telenap, Telezentralschweiz, die Luchs in Aktion. Es kommentiert auf dem Dach der Stefan Scherli. So, meine Damen und Herren, gerade geht es hier los mit dieser unglaublich tollen Flugshow. Ich darf Sie bitten, am Ende der Flugshow unter keinen Umständen den Platz unten zu betreten, bevor nicht alle Rotoren still sind. Das ist ganz wichtig. Und jetzt, bevor es hier losgeht, der Super Puma und der Eurocopter werden sich bereit machen für den ersten Überflug. Und die Piloten hören nicht, wenn wir klatschen. Jetzt dürfen wir mal alle Hände aufhaben, damit wir das sehen. Nämlich alle Hände hier unten auf. Sehr gut, genau so. Und wenn die Piloten überfliegen, machen wir das. Jetzt noch einmal, steht eine, die Rettungsachse muss frei bleiben, die Leute von der Strasse, dass die Polizei nachher kann durchfahren kann. Die brauchen das für ihren Einsatz und für ihre Show, die sie jetzt gerade werden zeigen werden. Danke vielmals. So, jetzt geht es gerade los, hier über den Platz. Wenn Sie gerade ausschauen im Norden, sehen Sie am den Horizont, das ist der Jura. Und jetzt sehen Sie auch vom Osten her, also von uns gesehen rechts, im Überflug, und zwar zusammen, der Eurocopter und der Super Puma. Wir kommen jetzt gerade über den Wald hier. Und jetzt, meine Damen und Herren, wäre der erste Moment für die Piloten, die hier eine grossartige Leistung bringen, alle Hände aufzunehmen und schön zu winken für die beiden Piloten. Jetzt! Super Puma, was jetzt gerade gesehen im Überflug, der wird jetzt in die Holding Area gehen, der wird also warten, bis er dran ist mit seiner Show. Die Sondereinheit von der Luzerner Polizei, also die Luchs, machen sich jetzt gerade parat und sie werden jetzt den ganzen spektakuläre Art und Weise sehen von Einsätzen, wie man sie bei der Sonderpolizei, bei der Luchs in Luzern macht. Es sind 16 Leute von der Luchs, die heute da sind und die machen dann ihr Training, das sie immer absolvieren, damit sie ihnen so etwas zeigen können, wie sie jetzt gerade hier auf dem Platz sehen. Es ist wichtig, bei den Luchs und achten Sie auch darauf, dass Sie die Anflugroute so wählen, dass man sie nicht ganz schnell sieht und dass Sie auch nicht lange an einem Ort in der Luft sehen oder beim Abseilen sehr effizient sind. Die erste Position, die Sie jetzt werden sehen, ist dann von innen aus links. So, meine Damen und Herren. Der Eurocopter ist im Anflug und Sie sehen jetzt die Szene 1 von innen aus gesehen links, wenn Sie Richtung Norden schauen auf dem Gebäude. Es werden 4 Leute aus dem Helikopter abseilen, direkt aufs Dach. Das sehen Sie jetzt gerade. Und wenn Sie nachher noch einen Rundflug machen, was Sie selbstverständlich wieder können, sobald die Show vorbei ist, tun Sie bitte nicht so aus dem Helikopter aussteigen. Das ist viel zu gefährlich. Sie sehen jetzt, der Heli kommt sehr tief rein und wird sich positionieren aufs Dach, damit er hier möglichst schnell abseilen kann. Sie sehen auch, die Leute stehen schon auf der Kufe, dass sie sehr effizient sind und kommen jetzt hier über das Dach.
Sie sehen jetzt immer zwei von diesen Männern sichern. Das wäre zum Beispiel ein Gebäude nebenan, wenn ein Schusswechsel würde passieren, dass die anderen können, überdachs verschieben, sodass denen sicher nichts passiert. Wenn es einen Schusswechsel gäbe, könnten die sofort vor Ort intervenieren. Und die Männer, die hier gerade am Überdachswechsel sind, werden jetzt da hinten abtreten. Und die hören das. Das ist ein grosser Applaus wert für den ersten Einsatz von der Luzerner Polizei, von der Sondereinheit. Merci vielmals. Es ist unglaublich toll, hier über das Publikum hineinzuschauen, wie viele Leute es heute hat. Wir haben es über den Daumen gerechnet, ca. 10'000 Leute heute hier im Pfaffnau gehabt, und das ist grossartig bei diesem schönen Wetter. Szene 2, die Sie jetzt gerade werden sehen, ist auf dem Haus binnen geradeaus Richtung Norden geschaut. Und das ist ganz speziell, dort werden sie an einem Tau abgeleitet. Das heisst, die Männer sind gar nicht gesichert. Die kommen aus, steigen aus dem Heli und rutschen an dem Tau aufs Dach. Das wird dann speziell eingesetzt, werde ich Ihnen gerne noch erzählen, wenn der Heli Mannen abgeladen hat. Sie kommen jetzt wieder von Norden an zu fliegen, möglichst tief in der Sicht, und werden dann das Tau auswerfen und an dem Tau auf das Dach abgleiten. Das ist ein grobes Tau, das die Männer abgezählt haben. Und einer von denen wird bereits jetzt schon sicher. Sie werden nämlich jetzt abseilen vom Haus. Und so Einsätze braucht man bei Gebäuden, die abgesperrt sind durch Hege oder wenn es irgendeinen Geiselnamen gibt oder so. Das ist auch so realitätsgetreu, wie sie das da uns vorzeigen. Sie sehen jetzt auch, der erste Mann ist schon am Abseilen, schon in der Wand. Und der eine auf dem Dach tut immer gegensichern, wenn es einen Schusswechsel gibt, dass er sofort intervenieren könnte. Sie haben auch gesehen, die sind sehr schnell unterwegs, auch aus dem Heli, dass sie nicht lang in der Luft sind oder lang so frei ausgesetzt, dass dann eigentlich nichts passieren kann. Der erste Mann unten tut schon wieder sichern, dass diese zwei auch noch ohne Probleme die Wand durchkommen, dass er sofort könnte intervenieren. Und so können die vier Spezialisten von der Sondereinheit, von der Luzerner Polizei, von der Luchs, das Haus jetzt eigentlich recht gut betreten und könnten intervenieren bei allfälligen Problemen vor Ort. So, auch das ist ein grosser Applaus wert für die vier Männer von der Sondereinheit, die hier das Haus auf eine gute Art und Weise betreten haben. Jetzt, meine Damen und Herren, sehen Sie ganz etwas Spezielles. Sie sehen das Polizeiauto, das vorfährt. Das Haus hat einen Alarm abgegeben, dass hier ein Einbrecher ist. Und jetzt werden Sie etwas ganz Spezielles sehen, nämlich den Einsatz vom Hundeführer mit seinem Hund und das aus dem Heli. Der Heli ist im Anflug, weil der ist aufgeboten worden, weil hier ein Täter flüchtig ist. Sie sehen jetzt, irgendwann, irgendwo aus einer von diesen Türen wird der Täter kommen. Und dann wird ihm auffallen, dass die Polizei schon vor Ort ist und dann probiert er zu flüchten. Und da wird dann der Hund und der Hundeführer in Einsatz kommen, was Sie jetzt dann gerade sehr schön sehen. Sie sehen jetzt hier den Herrn, der grün markiert ist, rennt davon, sieht jetzt, aha,
Polizei verspätet ihm schon den Weg, versucht jetzt die Flucht übers Feld. Und hinten sehen sie schon den Hund. Der Hund ist schon am Rausstehen, schon der ganze Anflug. Die Polizei geht mit. Jetzt wird der Hund losgelassen. Und jetzt ist es von grossem Vorteil, wenn man etwas anhat, das nicht so weh tut. So, der Hund greift zu, sie sehen, und der Hund lässt nicht mehr los. Die beiden Polizisten, die jetzt kommen, die können nur sichern. Die dürfen den Hund nicht selber wegnehmen. Sie sehen hinten im hohen Gras, im gestreckten Galopp, den Hundeführer, wo jetzt wird der Hund von dem Täter wegnehmen. Und das kann nur er selber seinen Hund wegnehmen. Und erst dann lässt der Hund wieder los. Und so ist es möglich, den Tatverdächtigen jetzt zu verhaften und so abzuführen. Und das ist ein grosser Applaus wert. Danke vielmals. Grossartigen Einsatz. Sie sehen auch, meine Damen und Herren, der Hund wird hinten eingeladen und der Tatverdächtige vorne, sonst hätten wir während der Fahrt schon wieder eine kleinere Beisserei. In der nächsten Sequenz, meine Damen und Herren, sehen Sie jetzt den Bus, der gerade frontal von Ihnen auf den Platz fährt. Und jetzt wird dann wieder aus dem Heli mit dem Tow abgeleitet, genau in die Luke vom Bus. Also die vier Männer von der Sondereinheit werden jetzt dann da genau in die Luke vom Bus einsteigen, aus dem schwebenden Heli über den Bus. Das ist eine absolut grosse Präzisionsarbeit, die Sie jetzt gerade sehen. Und das machen Sie jetzt hier stehend, damit Sie auch zuschauen können, wie das vor sich geht. Der Heli ist wieder im tiefen Anflug aus Norden und wird jetzt dann gerade schweben über dem Bus und präzisionsgerecht die vier Männer im Bus abladen. Sie haben gesehen, ganz präzisionsgerecht sind die Leute von der Sondereinheit in den Bus eingestiegen. So kann man selbstverständlich auch morgen auf den Bus gehen, wenn man den nötigen Equipment dazu hat, wie ein Helikopter und so ein Tow. Der Mann, den Sie sehen, mit dem weißen Helm im Helikopter, das ist der zuständige Absetzer, der schaut immer, dass die Leute im richtigen Moment rausgehen. Das ist auch der Verbindungsmann zum Pilot. Sie sehen vielleicht, die Leute haben Brillen an und Masken sowie Helm. Das ist zum Schutz, vor allem Brillen, das ist zum Schutz, damit sie nichts von diesen staubigen Augen bekommen und dass sie auch keine Probleme haben, wenn es irgendwelche Interventionen gibt. Und Masken sind ganz klar dazu da, dass wir die Leute nicht erkennen. Da wird auch nur mit Nummern geschafft und nie mit Namen. Wir kommen jetzt gerade zu der nächsten Position, wo ein grosses Finale wird geben.
So, jetzt kommen die beiden Polizeifahrzeuge hier nochmal auf Platz. Sie werden alle interaktive Leute sehen, die Sie heute gesehen haben, hier in dieser ganzen Show. Sie werden jetzt noch einmal alle vor Ort auf Platz sehen. Und der Heli wird nochmal im Tiefüberflug 4 Leute abseilen, nachher ins Gruppenbild. Da sehen Sie die Leute gerade, die aussteigen. Und die gehen jetzt auf Position. Und die 4, die dann werden aus dem Heli abseilen, die kommen genau dazwischen. Vielleicht noch einmal für die Zuschauer ganz vorne, bitte jetzt wieder Hüte, Brille, T-Shirt, alles so möglichst festheben, wie nur möglich, kann ich sagen, weil der ist im Überflug. Und vielleicht noch einen grossen Applaus für den Hund, der jetzt gerade ausgestiegen ist. Der Eurocopter macht eine ganz kurze Schlaufe für die Schlusssequenz. Und sobald er wieder da ist, meine Damen und Herren, ist das wieder ein Moment, weil die sonst gar nicht hören, alle Hände aufzunehmen. Und noch einmal ganz recht herzlich danke für die unglaublich tolle Leistung von der Sondereinheit, von der Luzerner Polizei, von der Luchs hier auf dem Platz. Nochmal ganz herzlichen Applaus für die Sondereinheit der Luzerner Polizei für die Luchs. Grossartige Leistung. Wieder alles festheben zur Landung vom Eurocopter auf dem Platz.